Herzlich willkommen bei Smart Bartending, dein Kanal für Cocktails, Rezepte und mehr. Ich bin Kevin und heute haben wir ein neues Format für euch. Und zwar zeigen wir euch drei Cocktails mit nur 5 Zutaten und einer Spiritose. Und in dem Fall ist heute der Havanna Rum, also ein weißer Rum. Und alles, was wir für diese drei Cocktails heute benötigen, ist weißer Rohrzucker, Cola, Soda oder Mineralwasser, Minze und Limette. Und was wir damit anstellen, das seht ihr jetzt. So, Freunde, dann legen wir direkt mal los, welche Cocktails ihr mit diesen wenigen Zutaten machen könnt. Und starten tun wir ganz klassisch mit einem, oder vielleicht dem Cocktail überhaupt, dem Mojito. Alles, was wir dazu benötigen, ist ein Longdrinkglas. In dieses Longdrinkglas kommen dann 9 bis 12 Minzblätter, je nachdem, wie stark Minze ihr haben wollt. Ich würde bevorzugen, wenn da viel Minze drin ist. Dann kommen 20 bis 30 Milliliter Rohrzuckersirup hinzu. Tatsächlich mache ich gerne sogar 30 rein, in dem Fall ist irgendwie nur 20 benutzt. Dann kommt nochmal 20 ml Limettensaft hinzu, also der Saft einer halben Limette roundabout. Dann ist wichtig, dass wir Crushed Ice hinzugeben und dann 60 ml eures liebsten weißen Rums. Ich benutze in dem Fall den Havanna Club 3 Jahre. Und ich hoffe, euch gefällt das Video bis hierhin. Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da oder abonniert uns sogar. Würde mich wirklich freuen, dass uns so immer wieder motiviert weiterzumachen. Der nächste Step beim Mojito ist dann, dass wir alles ordentlich umrühren. Das Crushed Ice mit der Minze, alles verbindet sich miteinander. Nachdem wir das alles gut durchgerührt haben, kommt nochmal Crushed Ice on top. Das Ganze fülle ich jetzt noch mit Soda auf. Ihr könnt natürlich auch Mineralwasser benutzen. Ich ziehe das jetzt noch einmal kurz hoch, einfach, dass es sich noch besser verbindet und es optisch schöner ist. Garniert wird das jetzt nochmal mit einer Minze und fertig ist unser Mojito. By the way, vergesst nicht den Strohhalm, wie ich es in dem Fall gemacht habe. Unser nächster Drink ist dann ein Cuba Libre. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen, die meisten werden ihn auch kennen. Wir benutzen 60 ml von einem Rum. In dem Fall könnt ihr auch gerne einen dunklen Rum benutzen, lasst euch aber da frei überlassen. Dann kommen Eiswürfel in ein Glas und das Ganze wird jetzt nochmal mit Cola aufgefüllt. By the way, seid ihr eigentlich eher mehr Team Coca-Cola oder Team Pepsi? Tatsächlich bin ich mehr der Pepsi-Befürworter, aber in dem Fall hatte ich keine Pepsi da, also haben wir einfach Coca-Cola benutzt. Nun werden nochmal 2 Limetten Achteln ausgedrückt und einen Drink gegeben und fertig ist unser Cuba Libre. So, und der letzte Drink, den ihr mit den wenigen Zutaten machen könnt, ist ein Daiquiri. Für diesen Daiquiri benötigen wir eine Kupette, die kaltgestellt wird, aber die legen wir erstmal zur Seite. Und anders als bei den anderen Drinks benötigen wir jetzt Shaker. In den Shaker kommen dann zunächst einmal 20 ml vom Rohrzuckersirup hinzu und dann benötigen wir 60 ml von einem weißen Rum. Und nun ist es wichtig, dass wir frische Limette nehmen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig bei dem Drink, da die Säure sehr im Vordergrund ist. Deswegen immer eine frische Limette nehmen, nicht die gekauften Säfte. Es schmeckt einfach besser. Und von der benötigen wir dann 30 ml. Das alles geben wir dann auf Eis und shaken es ordentlich in einem Shaker durch. Dann benötigen wir die Kupette wieder. Ich entsorge das Eis. Ihr seht, wie schön vorgekühlt die ist. Nun wird der Drink da drin noch abgeseilt. Und dann müssen wir das Ganze noch garnieren. Ich garniere das jetzt nochmal mit einer trockenen Limette. Und fertig ist der Classic Daiquiri. So, ihr habt jetzt gesehen, was wir alles damit anstellen können. Wir haben einmal einen Daiquiri, super simpler Drink, ein Klassiker, Rum, Zitrone und Rohrzuckersirup. Dann in der Mitte ein Klassiker, den wirklich, ich kenne keinen, der Mojitos nicht mag. Wir haben frische Minze, wir haben Soda, super erfrischender Drink. Und dann zu Recht mein persönlicher Favorit, der Cuba Libre. Wir haben heute einen weißen Rum benutzt, natürlich könnt ihr auch einen dunklen Rum benutzen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr ja coole Ideen, wie ihr jetzt die nächste Cocktailparty für euch machen könnt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, cheers!